Es ist eine interessante Veranstaltung, weil es ja eben das Thema geht, wie wir IT-Firmen, IT-Ökosysteme in Deutschland und Europa voranbringen können. Das Zusammenspiel aus Wirtschaft, Politik und Hochschulwesen finde ich absolut einmalig in Deutschland. Das Thema Digital World oder das ganze Governance als Themenstellung ist halt ein sehr zentrales Thema. Und der Punkt ist, jetzt ist die Zeit zu gestalten. Ja, die Herausforderung der digitalisierten Welt ist, wie steuert man so eine hochkomplexe, hochdynamische Welt? Ob es jetzt diese eine optimale Governance-Struktur für die Digitalisierung gibt, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass wir fähig sein müssen, auch diese Strukturen als nichts Starres anzusehen, sondern sie immer wieder auch an neue Funktionen anzupassen. Und der Idealfall wäre, dass wir es natürlich auch mal schaffen, in bestimmten Bereichen mal vor die Welle zu kommen. Und dann geht es letztendlich darum, Transparenz zu schaffen, viel Vertrauen auch in die Menschen zu stecken, dass sie den Weg mitgehen wollen und ein ganz klares Ziel vor Augen zu haben. Das glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema im Bereich Digitalisierung sind Daten und der Umgang mit den Daten. Und da ist es wichtig, immer sicherzustellen, was passiert mit den Daten. Ja, dass die Menschen Souveränität über ihre Daten behalten. Meine persönlichen Schwerpunkte, ich bin ja Chief Technology Officer für die IBM in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist tatsächlich die Gesamtheit unserer Strategie und dazu gehören eben die Themen künstliche Intelligenz vor allem, Cloud als Basisplattform, Blockchain, Internet of Things und worauf jetzt wir heute besonders geschaut haben, war das Thema Digitalisierung als Basis für künstliche Intelligenzlösungen, was das für uns alle bedeutet. Wie betreibe ich denn Kompetenzmanagement im Unternehmen, tatsächlich ein strategisches Kompetenzmanagement, weil Technologie kann nicht der entscheidende Wettbewerbsfaktor sein, die kann ich mir am Markt einfach einkaufen. Also die Diskussion hier auf der Tagung war bislang sehr geprägt vom Verhältnis zwischen Regulierung auf der einen Seite, Ethik auf der anderen Seite, aber auch von den Chancen überhaupt, die Deutschland, die Europa hat, ethische Grundsätze nach außen zu tragen und hochzuhalten. Wir laufen bei der Umsetzung nicht hinterher. Wir erleben international in der Diskussion einen Wandel von der technikfokussierten zur menschbezogenen Debatte. Kalifornien, glaubt man ja fast nicht, hat jetzt die Datenschutzgrundverordnung nach europäischem Vorbild eingeführt. Die Diskussion ist da, Sie sehen das heutige Panel, sie ist da, die Politik reagiert, die Wirtschaft diskutiert, also insofern glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Man muss das Rad halt nur drehen, damit es auch zum Erfolg wird.